Hallo und herzliche Grüße aus meinem Geheimversteck, das niemand kennt, wirklich gar keiner. Und ich heiße euch herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minecraft mit den vier tollen Typis, Wieder die mit ihr den tollen unbedingt sehen Typis. wollt. Ihr wollt sie uns unbedingt sehen oder hören oder beides. Ja. Jetzt stellen wir uns Was mal alle steht denn heute vor. dran, ne? Was kommt denn heute vor alles? Vor, Minecraft. Minecraft kommt heute vor. Was? Würde ich jetzt mal so ganz unterschwellig behaupten. Sag an, Digga, sag der an. Flosko, der Flosko hat was ganz Besonderes zu verkünden. Obwohl, so ja, besonders ist es jetzt auch nicht. Nee, der Flosko hat das Weizenfeld, beziehungsweise die Weizenfelder, die so gammelig aussahen, eine Etage höher gesetzt und ein bisschen verschönert, damit das Ganze jetzt hier auch mal alles ein bisschen geordnet organisierter aussieht. Ja, genau. Applaus. Applaus, Applaus. Genauso wie auf unserem komischen Kartoffel- und Möhrenfeld, wo ich jetzt gerade erstmal einen Zombie runterschlachte. Ich sehe es gerade. Und erfolgreich? Ja. War sicher. Warum fragst du, wenn du es siehst? Oh, ich sehe schon. Direkt neben meinem Haus lauert so ein schöner Creeper. Es ist das Let's Play. Es ist das Let's Play, Floppy. So. Komm her, du Penner. Geh weg von meinem Haus. Komm lieber zu mir. Ich opfere mich auch für mein Haus. Okay, ich komm. Oh, hier ist ein Enderman. Hier ist ein Enderman. Oh, wo ist ein Enderman? Jo, Tatsache. Komm, ich greif den mit an. Greifen wir den beide an? Nein. Erstmal den Creeper. Nächstes Mal. Gut. Und jetzt den Enderman. Okay. Also wenn ich drauf gehe. Ah nein, ich bin direkt hier in mein Loch gefallen. Sekunde, warte. Oh scheiße, ich hab's gewagt. Where das hier ist. Boah, bedrohlich. Eine Sache fehlt mir noch in meinem schönen Haus. Da hinten Where ist er, oder? Die Schönheit. Da du bist ja gesagt, war, ja. Du bist ja gesagt, zwei Sachen. Ja. Nämlich. Bla bla bla. Nämlich Kartoffel. Kartoffeleintopf. Na super, jetzt ist er weg, ne? Ja, ist, glaube ich, abgehauen. Was der hatte Angst vor dir. Autsch. So, ich mach dann jetzt bei meinem Haus auch weiter. Nach okay. dem Mini-Prolog. Ja, mach das. Ach, da ist ja Holz. Gut, sehr gut. Jo, der Keller. Ich hoffe, ich mach keinen Fehler bei mir gerade. Ich hoffe, nein, ich auch. Nein. Wir machen keine Fehler. Genau. Das weißt du doch. Ist immer. Und wenn, okay. dann werden wir, dann bestrafen wir uns ganz selbst, also ganz sadistisch. Ja. Also Svenska peitscht sich immer aus. Ja. Mit seinem Gürtel. Ja. Womit denn sonst? Ich weiß das jetzt nicht so genau, aber okay. Ja, also anscheinend kennt sich der Fepster aus. Ja. Ja, ich hab's von dir gelernt. Oh, also so ist das. Ja. Machst du auch, ne? Nee. Ja, wenn du es gelernt hast. Gerade der richtige Floppy, ne? Ich habe es gelernt, wie das heißt. Okay. Das heißt? Ja. Keine Perfekt, Ahnung. Ey. Ich muss gerade eine schlechte Ausrede einfallen lassen. Also ich muss sagen, mir gefällt mein Keller. Nein, also ich muss sagen, also ich muss auch sagen, ne? Ein bisschen, ich muss auch sehr viel sagen. Ich muss das ganze Let's Play zuquatschen. Zu spammen, so. Fuck it. Ich hab kein Schwert. Nein! Sag nein, mal. Nein. Nein. Fängt das wieder mit den Kraftausdrücken an, das hatten wir doch schon. Ja. Er hat aber angefangen. So. Kann ich euch irgendwas klauen? Ja. So, ich überlege gerade, wie ich das hier mit dem Ton machen könnte. Ich glaube, ich habe schon eine Idee. Die wäre? Lass mich Ach so, überlegen. Okay, ja. Ja, ja das Haus, wo ich gerade bin, ich dem 10 Stock wäre. Ich glaub, ah, ich kann dich ja nicht mehr töten. Ja, müsste. Mein Gott, du bist ja schon wieder hier. Ja, ich, Oh, Spinne, fuck you. Geh weg. Aber ist nicht so, dass ich nichts zu tun hätte oder so, weil ich bin ja jetzt der Einzige, der noch gar keine eigene Hütte hat. Ja, dann hau mal rein. Boah. Ich hätte eigentlich eine perfekte Idee für Korfs Haus. Ja. Ein Sprungbrett und dann Wasser. Kommt noch, das kommt hinten dran. Natürlich. Nee, im Ernst, das brauche ich echt hinten dran. Ja, schau mal ich könnte so eine kleine Sommeranlage im Winter bauen, das wäre echt cool. Oh, toll. Aber ich habe das Haus selber eigentlich zumindest von außen größtenteils fertig. Ja, komm, ja. Als bauen. Er mag es. Ja, auf deinem Dach sitzt eine Spinne. Der Floppy mag auch nicht, wenn du den Floppy nennst. Bitte. Als Maul. Gott.
Flobbel. Flobbel ist auch gut. Sieht ja schon dezent cool aus. Vor allem das Lustige ist, seitdem wir unser Projekt hier haben, ne? YouTube-Projekt. Ja. Seitdem kommt das mit den ganzen Spitznamen. Ja. So, ja, das kann man da halt mal zusammen gezockt haben, ne? Ja, genau. Das war noch Zeiten. Wann war das eigentlich das erste Mal? Früher, ne? Ja, ganz wann, früher. Wann Flosko, nehm ich mir auf. Bravo. Wann dein erstes Mal war, weiß ich nicht. Ja. Aua. Da prügel dich mit meiner Schaufel, komm her. Ach, Febs hatte sein erstes Mal mit seiner Schaufel. Weiß Bescheid. Ja. Flops mit dir, oder was? Du willst das Feld doch nicht kaputt machen. Nein, dich. Halt die Klappe. So. Ah, ich muss lustige Runde aussehen. Hier. Aber ja. Sichi. Selbst wenn man Singleplayer macht, ist es immer noch witzig bei uns. Ah, lass mich in Ruhe! Lass mich in Ruhe! Ich hab XP! Komm, lass mich! Ah, schade. So viel XP. Nein. Lauf! Verfolge mich noch nicht. So wenig Leben, ey. Oh, das ist ein Enderman. Nee, zwei. Svenska, du hast was mitgebracht. Greif den nicht an! Ah! Ich hab ihn getötet! Ich hasse dich! Was? So. Jetzt. Aber natürlich nicht mit Absicht, nein. Nein, jetzt. Sorry. Jetzt. Was ist passiert? Flobby ist ausgerastet. Ey, gib mir meine Sachen, Enderman. Warum? What happened? Ja, Flobby ist halt im Bett und deswegen. Boah, ja, jetzt genau kommt meine Kriegsrüstung, warte. Boah, scheiße, ey. Jetzt wird abgesagt. Gott, der bringt mich noch um? Ja, ich bring auch gleich Flobby um. Ja, ich hab ihn umgebracht. Schon wieder? Oh mein Gott. Nein, nee, nicht den Phelps, sondern den Enderman. Oh, der bringt mich. Ich hab noch ein halbes Herz noch. Der macht unglaublich viel Schaden. Ja. Krieg, oh, shit, jetzt kommt tatsächlich Besuch in meinem Haus. Jetzt kommt der Krieg. Jetzt hab ich den Besuch erkannt. Du haben wir Krieg! Stoppen. Krieg! Oh. Ist das eine Spinne? Das war ein bisschen laut, aber gut. So, jetzt kommt der Krieg. Damals im Krieg. Aber du Krieg. Sei doch mal ein bisschen krieglich. Oh. Ach ja, stimmt, du wolltest ja sterben, Flobby, ne? Wo da? Wo da? Wo da? Wo da? Was wo da? Wo da? Hä? Jemand hat mir meine Federn geklaut. Jetzt der Peach wurde. Oh, jetzt schnell auswendig gelernt. Jetzt wird Flobby dafür büßen. Seine Taten. Ich. Ichi Utop. Was warum? Yaki Basku. Ach ja, stimmt. Also heute ist bei uns Sprachenstunde. Heute Polnisch. Morgen Türkisch. Kommt der Flobby. Und übermorgen. Arabisch. Arabisch. Dann hätten wir wieder ein neues Thema. Was könnt ihr denn alles für Sprachen? Oder welche würdet ihr denn gerne können? Englisch. Englisch kann ich. Englisch würde ich gerne. Aber ich muss sagen, ich nutze sie nicht gerne, die Sprache. Wie macht man nochmal ein scheiß Feuerzeug? Und was ist dein Lieblingsbeispiel? Live on Stage. Wo hast du das denn her? Ja, ist aber auch so. Dieses Ding. Naja, Denglisch. Ich habe da damals meine Facharbeit drüber geschrieben. Über Denglisch? Ja. So. Also über Anglizismen. Ach so. Komm, meine Kriegsrunde. Manchmal finde ich es okay, aber inzwischen nervt es größtenteils eigentlich. Ja, das ist, es ist teilweise ein bisschen ausgeartet. Ja, ein bisschen ausgeartet. So. Jetzt wird abgerechnet. Ein bisschen, ne? Jetzt also, wird abgerechnet. So ganz extrem ist es ja auch noch nicht. Ja, wo bist du, Flobby? Das bleibt auch so. Sag ich dir nicht. Wobei, ich kann es dir eigentlich sagen, weil bis du da bist, bin ich wieder weg. Also ich. Dungeon. Nein, bin ich nicht. Ich wette mit dir, Flosko, der nimmt seine ganze Garde mit. Ja, Svenska, was kannst du denn? Nee, nicht die ganze. Svenska, sag mal. Wie viele Minuten haben wir denn jetzt eigentlich? Ich weiß es gar nicht. Sag mal, was kannst du da eigentlich, um nochmal aufs Thema zurückzukommen, was du alles für Sprachen kannst? Eingefallen. Ist das der? Also, ich kann. Bleib mal stehen, bleib stehen. Das kauft gut. Ich kann Deutsch. Nee.
Guck mal, meine Rüstung, Thomas, das ist meine Kopf, das ist meine Kriegsrüstung. Krebsrüstung. Kriegsrüstung. Weg mit den Viechern aus meinem Haus! Bring die alle um! Dich gleich um, du! TNC, du Spaß. Oh, der schon droht, ey. Der hat sich, Alter, schon TNC. Und gemacht, er sucht nur mich. Unglaublich, ey. Das gibt's ja gar nicht. Pass auf, der hat eine ganze Meute mit sich. Ja, aber nicht die ganze. Ja, die Hälfte, aber es reicht schon aus. Phelps, wollen wir uns nicht vielleicht wieder vertragen? Du kannst Englisch? Nein, erst musst du. Ja, also, abbrechen. Ja, Englisch kann ich schon, jetzt seit der dritten Klasse habe ich Englisch. Und, Hast du Englisch, aber kannst du nicht. Ja, genau, halt die Klappe. Halt die Klappe. Also ansonsten, habe ich in der Oberstufe habe ich Spanisch gelernt. Ich auch. Hola, ¿qué haces? Das Einzige, was ich mir gemerkt habe, während dass man der 5. Ja, als so ein Probekurs, das sollte noch so ein, für so eine AG sein. Das einzige Wort, was ich mir gemerkt habe, war Habla. Habla. Was heißt das? Habe, ich habe oder sowas. Nee, sprechen. Ah, nee, meine ich eigentlich. Hablare ist sprechen. Hablare. So. Was kannst du sonst noch? Latein? Ja, Latein, das ist ja kein. Ja, gut, das spricht man ja nicht. Man spricht kein flüssiges Latein. So, komm, weißt du was? Nimm ich die ganze Horde mit, so. Man kann es vielleicht einfach, aber ich war halt auch verrückt und hatte an der Oberstufe auf Leistungskurs. Oh, das ist hart. Floppy! Also, du hast das bereut, oder? Ich weiß nicht, ob ich es wirklich bereut habe. Manchmal hatte ich es bereut, manchmal nicht. Also, da war ich Floppy, immer, da war ich immer sehr. Ach, du Scheiße. Hast du Floppy gesehen? Ach du Scheiße, ey. Er mit cool, seiner Garde. Nein, hör auf, Junge. Sollte ich Angst haben? Ja, wäre angebracht, würde ich mal sagen. Tja, Rache ist süß, Leute, denkt er sich jetzt. Ist der hier drin? Ich glaube, da kommt was auf dich zu, Flosko. Wo ist er denn? Wo ist er? Ich weiß es nicht. Ich glaube, der ist jetzt auf dem Weg so in die Richtung der Felder. Oh oh. Das geht mir gerade am Arsch vorbei, ich bin mittlerweile schon drüben am Dorf. Ja, der blufft doch nur. Am Dorf, okay, gut, danke. Da bist du, ist er sowieso wieder woanders. Ist mir egal, ich finde den. Ich werde den finden. Oh, dir fällt's doch nicht auf, dass er blufft, oder? Nee. Lass schon. Nö. Ich will jetzt einfach frei. Floppy. Ach, Scheiße, Mann. Komm her, Floppy. Floppy, komm her. Wo ist denn mein. Aber greif mich bitte nicht an, ja? Ich hab den auch. Wenn ein Hund von dir. Verraten, wenn ihr Floppy nicht verratet, dann komm ich. Oh mein Gott, ich bin fast tot. Wenn ein Hund von dir mich angreift. Oh, ich könnte dich angreifen eigentlich. Das ist ein Krieg. Nee, ich bekriege erstmal den. Die greifen dich nicht an, die sind nur wütend, so als. Ja, die knurren mich an und laufen auf mich zu, die greifen dich nicht an. Denn die haben dich auch nicht angegriffen, ja, oder? Die sind nur auf dich zugelaufen und haben dich angeknurrt. Der will nur spielen, der will nur spielen. Ja, genau, die drei wichtigsten Sätze eines Hundebesitzers. Irgendwie Nummer 1 ist, der tut nichts, zweite ist, der will nur spielen und der dritte ist halt, das hat er noch nie gemacht. Flosko, willst du nicht zu deinem Feld gehen? Oh mein Gott, ist aber echt so. Flosko, willst du nicht zum Feld gehen? It's a trap. Ich glaube, ich habe dich gerade gesehen. Ich habe dich gerade gesehen. It's a trap. Flosko, it's a trap. Wo ist der Spaß? Wo ist der? Der Palast wird langsam fertig. Wo ist der Floppy? Nein. Ein Stockwerk kommt noch drauf, dann lasse ich es erstmal. Du hast einen. Du wirst mich nie finden. Der ist besti- ach, der ich ist, weiß, wo du bist. Der ist bestimmt am Bedrock oder so. Ich weiß, wo du bist. Ich weiß, wo du bist. Ich will mal gucken, wie du Floppy fertig machst. Das will ich mal angucken. Oh. Erstmal Kartoffeln essen. So. Kartoschki. Kartoffeln sind gesund. Kohlenhydrate. Nein, das ist hier. Corvo! Mit was? Was kannst du denn für Sprachen so? Ja, hab ich ja gesagt, Englisch. Dann das eine spanische Wort. Und ja, einige Sätze Polnisch. Aber ich will das später mal fließend ja sprechen können. Du willst das fließend sprechen können? Ja. Also, ich habe mich da eigentlich schon relativ entschlossen, dass ich das eigentlich lieber sein lassen will. Nee, ich möchte das trotzdem mal können. Was? Kartuschka. Das liegt jetzt aber nicht daran. Ey, Flobbit, ich habe ein paar Kartoffeln für dich, willst du nicht? Komm. Aber wir sind jetzt wir sind jetzt keine Polen, wir sind halt auch Deutsche. Ja, klar. Also, wir haben polnische Wurzeln. Nee. Ich nicht. Ich auch nicht. Wir haben keine. Unsere
Familie kommt halt aus dem heutigen Polen, was früher Deutschland ja, war. Ja, gut, es stimmt. Hast schon richtig gesagt, ja. Es ist richtig. Obwohl, doch einen polnischen Vorfahren habe ich. Mein Opa. Mm. Ja, also. So, ich pflanze mal wieder ein bisschen. Denn ich habe einen Baum gekillt. Wie ist die Lage? Ja. Sag mal, wie ist die Lage? Wie läuft's? Also bei mir läuft's scheiße, weil ich immer noch auf der Flucht bin. Die große Flucht. So. Wo ist der kleine Flop? Da ist hier schon Hunde knurren. Ja, weil die alle auf dem Dach sind. So. Aber wieso? Das läuft nicht. Greift der mich an, wenn ich im Haus bin? Nein, nein, die greifen mich nicht an. Außer wenn ich dich angreife. Aber das habe ich nicht vor, weil ich erstmal Floppy kriegen möchte. Dankeschön, das ist sehr aufmerksam. Hat ihr mal die Uhr im Blick? Nein. Dann wird das jetzt einfach eine Stundenfolge, ne? Ja. Ich glaube, wir sind jetzt auch circa bei 15 Minuten. Ja, dann machen wir noch 5 Minuten und dann Floppy, ist erstmal Pause. Stell dich zum Kampf. Ich stelle mich ganz bestimmt nicht gegen dich zum Kampf, du Bauer. Warum? Weil das kein fairer Kampf ist, wenn du mit 500 Kampfhunden gegen einen einzigen Mann kämpfst. Ohne Rüstung. Das ist so wie Rom gegen irgendwie so ein Aztekendorf. nein. Gegen Rade vom Wald. Rade vom Wald, ey. Oder Rom gegen oder Hoffenheim. Poppenhusen. Rom gegen Hoffenheim. Jo. Hoffenheim, Mann. Hoffenheim. Wo? Der sucht immer noch mit seiner Garde, ey. Und Corvo hilft jetzt auch schon, oder was? Was? Nein, ich bin Corvo, der hinläuft. Loyal, leider. Warte mal, ja. Ich mach mal Fraps an. Ich bin neutral. Was, du machst Fraps an? Ja, ich nehme das mal auf, wo ich gerade bin. Okay. Und dann, Dann schickst du es mir. dann schickst du das Svenska. Genau, und dann kann er das mal ans Ende der Folge packen. Das ist natürlich geil. Oder. Das obwohl, es wäre auch geil, wenn ihr das parallel laufen. Das ja noch ein Hund, cool. Wenn ihr das parallel laufen lasst. Wir könnten das so ein bisschen reinsplitten immer, genau. Ja, das wäre ganz cool eigentlich. So, Mann, das, also das ist Bildschirm. Aber du musst dich schon, Ja, oder dass halt der Bildschirm nur zweigeteilt ist, dass so ein winziger anzeigt, wo Floppy halt ist. Ja, also, Floppy, aber du musst. Erkennt es vielleicht schon. Ich habe mir hier so einen kleinen Ausguck gebaut, wo der Fabs sein könnte. Und, hast du auch schon ein paar Fallen für ihn gebaut? Fallen habe ich natürlich nicht gebaut, weil ich bin zu keinerlei Kampf ich bin besser ausgerüstet. Du bist ein Pazifist. Nee, ich hab nicht mal eine Rüstung dafür. Das Beste, was ich habe, ist ein Eisenschwert, das zur Hälfte abgenutzt ist. Also kann ich gleich mitziehen. Ja, das ist irgendwie spackt mein Minecraft jetzt gerade. Das ist schon zu viel. Floppy, du musst dich schon bewegen, ne? Ja, ich bewege mich. Ja. Ich gucke. Du meinst, du drehst dich, oder? Richtig. Ja, richtig. Ich brauche mich nicht bewegen, weil dann bin ich... Okay, dann gib mir einen Tipp. Nein, ich gebe dir doch keinen Tipp. Du willst mich umbringen und soll dir einen Tipp geben. Sag einfach da, dann töte ich dich vielleicht schnell. Floppy, sag einfach da, wo du nicht bist. Das ist der Tipp. Ah, okay. Mein Tipp ist da, wo du nicht bist. Oh, voll geil. So. So. Ja, ich will jetzt hier auch nichts Großes bauen, ne? Es ist nur so... Das kleine... Aus welchem Stoff ist es denn? Ist ja nur provisorisch, nicht? Kokain. Warte, wenn du mich sehen kannst, dann muss ich auch. So. Ich glaube, ich weiß, wo du bist. Das sagt er schon seit wie lange jetzt? Schalt mal. Die letzten 6 Minuten eigentlich schon. Ja. Hab mal eben Ich weiß, wo du bist, Mann! Der soll mal kommen, ich will meine Rache jetzt machen. Sekunde, ich mach das nochmal mit Skype Folge Modus. Dann mach mal deine Rache. Ja, mach ich. Voll mit an. So. Was, in dem Haus bist du, Svenska, ne? Warte, pass auf. Warte, ich mach das ab jetzt nochmal. So. Ja, hier bin ich. Hier haben wir mich und vielleicht erkennt ihr schon, wo ich bin. Wahrscheinlich eher noch nicht, weil ihr die letzten Folgen noch nicht ganz geguckt habt. Aber nein, noch nicht ganz. Also, neues Bau. Ich taste mich mal ein bisschen in der Umgebung herum. Allerdings muss ich jetzt auch aufpassen, denn wir haben es ja jetzt mitten in der Nacht. Oh, und... Oh, ein Enderman. oh. Ne, ernsthaft? Ich hab da, etwas gesehen, was mich...
Machen wir eine Extended-Folge, weil jetzt hier so Rache ist süß und so? Ja, können ja, wir. Ja, wenn die Rache mal kommt. So. Boah, Alter. Lass mich gerade. Ja, sonst machen wir einfach bei den Folgennamen Rache ist süß Part 1 und Part 2. Du hast mich gerade gesehen. Oder 4. Nein, du sprengst mir mein Haus nicht nochmal in die Luft. Nein. Nein. Okay. Ach komm, gib mir irgendeinen Tipp. Komm, das ist doch scheiße. Nee. Weich weg. Das ist doch Blödsinn. Ja, ist auch Blödsinn, dass er sich irgendwo versteckt. Ja, ja. So. Ja, ja. So, ich habe jetzt eine Idee, was wir machen. Wenn ihr mich verratet, ihr Scheißbiester. Jetzt hier sind die ganzen hinter mir her. Und so eine Spinne und sowas. Das ist kann ich natürlich jetzt nicht gebrauchen. Ja toll, hier überall sind Spinnen, du. Ja, aber nicht jede Spinne rennt hinter irgendjemandem her. Ja, aber wenn ich die Person sehen würde, dann würde ich auch schon. Ich glaube, dass ich gerade eben, wenn der Fabs nämlich eine Goldrüstung anhat, dann habe ich ihn gerade eben da so gesehen. Oh oh. Und deswegen jetzt mal schnell weg. Denn ich weiß nicht, wo ich lang muss. Das kann ich ja jetzt gar nicht gebrauchen. Lauf, Fabs. Lauf, meine Hunde. Oh, du bist ja hier bei meinem Haus. Also ist er gar nicht weit weg. Wer, der Fabs? Fabs ist bei deinem Haus. Ja. Sei leise. Ja, genau, das ist vorteilhaft. Man sollte mich jetzt so ein bisschen darüber im Klaren halten. Ja klar, damit du mal abhauen kannst, sicher. Ja, richtig. Boah, richtig? Ich hab grad nichts. Okay, jetzt geht's. Oh nö, wieder was in die Luft gesprengt. Oh Mann, ohne Scheiß, war grad weg. Weil sieht das hier aus wie so eine Mondlandschaft, ohne Scheiß. Meine Damen und Herren, das ist hier der epische Kampf Flosko gegen Fabs. Der übermächtige Fabs mit seiner Hundegarde. Oh, nein, ich kann nicht abhauen. Und der flüchtige Flosko ist auf der Flucht. Nein, was für oh. Das so sieht's aus und guck mal, was sich in der Zwischenzeit so finden lässt. Ja. Oh, und ich weiß auch schon, was sich finden lässt. Was denn? Und wenn ich das finde, dann kann das nur Gutes heißen, aber jetzt muss ich erstmal kurz was anderes machen. Weil erstmal bin ich ja vor allem auf der Flucht. Ja. Das ist boah. bei mir gerade mega langweilig, weil ich einfach die ganze Zeit im Haus bin. Ja, und ich suche die ganze Zeit Lobby. Ja, sonst guck also, du kannst ja, was weiß ich. Wir werden gleich mal auf die, wir werden ja in der Folge auf mich rumsplitten. Ja, auch. Genau, immer so rumschalten. Ja. Denn, und dann die Lage im Haus, die Lage auf der Flucht. Ja, genau. Ja, in meinem Haus. Geil. Und dann spielen wir am Haus immer noch so einen Grillenzirpen ein, bitte. Oh, oh fuck, ein Creeper ist in meinem Haus, ich sehe das schon. Das war Fabs. Mit Creeper in seinem Haus, das heißt Fabs ist an seinem Haus. Ja, dann. Nein, das hat Sven mir gesagt. Ska. Na. Dann weiß ich ja, wo ich jetzt nicht hingehen sollte. Doch. Nee, lieber nicht. Mann, du bist so eine Pussy. Ich bin jetzt die Pussy, ja? Ja. Weil ich nicht gegen dich kämpfe, der haben einfach tausende von Viechern. Tausend? Ist das denn ernst? Also wie machen wir das denn? Jetzt machen wir eine Extended-Folge und die splitten wir dann. Ja, genau. Ich hab eine Idee, ja. Okay. Also ich wette ja jetzt schon, dass mich der Fabs nicht finden wird. Ja, ich hatte auch Sichtweite gerade auf den Ring. Wenn Flosko nicht findet, kriegt er dann eine Belohnung oder so? Seltsam. Wie lange hat er denn Zeit, mich zu suchen? 5 Minuten. Obwohl, nee, das ist. Ja, klar, das ist. Ja, 15 Minuten. Nur wie riesig die Welt ist. Er kann eigentlich theoretisch nur gerade ausgehen. Komm, 15 Minuten. Du musst aber in einem bestimmten Areal bleiben, Flosko. Auf der Insel. Auf der Halbinsel. Auf der Insel? Das ist mies. Nein, auf der Halbinsel ist kacke, weil da bin ich nicht. So. Sagen wir in einem Areal, das wir schon entdeckt haben? Im Areal, ja, endlich. Gut. So. Ach, das hier brauche ich nicht. Das hier brauche ich nicht. Das wollte ich gerne behalten. Ich hinterlasse auch mal Hinweise. Hinweise? Was Schnitzeljagd. Was verstehst du unter Hinweise? Oh nein. Was verstehst du denn kurz unter Hinweisen? Ich sehe den Svenska. Ja. Hallo. Ich sehe einen Creeper. Ja, den kannst du mal für mich erledigen hier am Haus. Nein, gleich.
Essen das Flosko dran. So bin ich wieder da. Du siehst den Svenska? Ja, den sehe ich auch. Und jetzt nicht mehr. Ich hasse dich. Mein Gott, ey. Ist zeig dich lustig. Einfach. Lass dich töten, dann bin ich ganz zufrieden. Ah, nee. Alter, hier sind überall Creeper. Ganze XP überall Creeper, ich kann hier nicht raus. Meine ganzen XP fehlen jetzt, super. Oh nein! Jawohl, ich hab hier noch weiße Wolle, sehr gut. Flosko, was verstehst du denn unter Hinweis? Ich glaube, das verstehst du unter Hinweis, okay. Fuck. Mann, ich will nicht gegen die Monster kämpfen, dann ist mal wieder Tag. Komm, wir legen uns alle ins Bett. Nein, nein! Ja! Oh mein Gott, ey. Oh mein Gott. Ich hab dich attackiert, da bin ich gestorben. Ach, herrlich, du. Das gibt's ja gar nicht. Das ist so geil. Guck mal, ich töte ihn, ohne dass er kommt. Das ist ja unfassbar, ey. Boah, da gehört schon ein richtiges Talent dazu. Ja, was denn, wenn so viele Viecher da sind, da kann ich auch nichts machen. Ja, was denn? Schlechter Verlierer. Das klaut ja meine Sachen. Ich hab keine Sachen geklaut. Also nur das, was in der Truhe war, das, was in der Truhe war, das, was in der Truhe war. Alles, was in der Truhe war. Erstmal die Knochen, alle schön zu Knochenmehl gemacht. Oh Mann, ey. Das ist ja nicht zu fassen. Du bist echt der Beste. Also eigentlich eher so die Beste oder so. Du bist auch das Beste. Ach, herrlich, ey. Vor allem derjenige, der da mit 100.000 Hunden anrannt. Ja, aber das kommt mir auch nicht. Ein Mann. Ach, was, ey, das gibt's ja gar nicht. Wo ist mein Skelett? Wo sind meine Sachen? Fuck it. Also, ich glaube, das hat sich gelohnt, ey. Boah, das hat sich richtig gelohnt. Gibt's ja gar nicht. Ah, Mann. Ich sehe Flobbys Hinweise, aber ich sehe keinen. Ich brauche erstmal meine Sachen, ey. Du siehst meine Hinweise. So also meine Hinweise sind übrigens Schilder. Ach, Schilder? Nee, dann hab ich. Flosko, nimmst du noch auf? Ja, ich nehme noch auf. Das ist, Ey, wenn ihr meine Sachen seht, dann nehmt ihr mit. Außer ja, Flobby. Herrlich, ey. Da sind so ein paar Skelette hinter euch. Obwohl, Skelette stehen auf dem Feld und einer hat so eine Kettenrüstung an. Oh, das ist schön. Das. Wenn es dann noch ehrlich? Was. Mann, ey, ich bin schon fast schon wieder tot. Ehrlich. Ketten da lassen würde. Ich hatte ein bisschen Lex gerade. Ja, ist nicht schlimm, ne? Also, das ist sehr stark. Lex. Scheiße. Jetzt, das ist mir egal. Wäre mir aber auch egal. Jetzt kommen aber auch die Ausreden, ne? Ich bin nicht so gestorben. Das war, weil ich Lex hatte. Das macht er sonst nie. Nein! Nein! Ich hab ein halbes. Ich hab ein halbes Leben, ey. Verdammt. Lass mich in Ruhe. Also ich glaube, das war. Ich glaube, die Jagd war für den Fips ein voller Reinfall. Aber ja, noch. Das würde ich jetzt mal so leise behaupten. Ganz leise. Ganz leise. Nein, ich bin schon nochmal. Obwohl sollen wir das so machen, dass der Fips 3 Leben hat und 2 hat er jetzt schon verbraucht. Nein, nee. Der hat keinen Bock mehr. Ach, warum denn nicht? Dann machen wir erstmal. Waffenstillstand. Jetzt lief der gleich wieder. Nee, das mach ich lieber nicht, weil wenn ich jetzt nach Hause komme, dann bin ich gleich tot. Joa, wenn ich meine Sachen finde, dann bist du tot. Ich glaube, ich hab's dir gerade schon gefunden. Diese Hunde, ne? Furchtbar. Okay, also ich würde sagen, das war mal eine ganz interessante. Also ich war leider nicht dabei, aber es war eine ganz interessante. Gleich leider auch nicht, war die ganze. Aber ich habe meine Hütte fertiggestellt. Wo ist meine Rüstung? Ich bin auch weit gekommen. Corvo, wenn du willst. Svenska, wenn du willst, kannst du dir. Guck dir nochmal bitte ganz kurz meinen Palast an, damit man sieht, wie der aussieht. Jo. Mein Haus. Ui, das sieht aber echt nett aus. Ich hab vergessen, wo ich meine Sachen verloren habe. Also was ich so sehe. Hat einen coolen Stil. Er hat vergessen, wo er seine Scheiße verloren hat? Boah, selber schuld, ey, ganz im Ernst. Ist mir egal, hol ich's mir nächstes Mal wieder. Dann gibt's eine zweite Jagd und dann. Ich habe auch keine Tür. Bin mal dafür, dass ihr mich weitersucht. Ihr könnt mich ja mal alle suchen, weil das ist dann interessanter für euch. Ja, aber das machen wir dann vielleicht offline, oder? Oder in der nächsten Folge. Ja, in der nächsten Folge. Auch einfach in der nächsten Folge machen. Ja, das würde ich auch sagen. Dann lieben wir jetzt alle. Wir werden ja eh wieder dahin gespawnt, wo wir auch vorher schon waren. Ja. Und dann passt das auch. Oder wir beenden jetzt einfach mal. Ja, wir beenden jetzt echt mal die Folge. Komm. Ja. Ich hab voll den trockenen Hals. Ich muss was trinken. Scheiße. Es regnet. Jetzt musst du einmal den Mund aufhalten, Corvo. Dann ist er wieder ganz toll, ganz nass. Oh, Schwätzke. Ja, kannst einmal bei mir vorbeischauen, wenn du Bock hast. Ja, das kannst du ja irgendwann noch machen.
Na, kein Bock. Also bei dir ist schön. Dir, ne? Die Jagd ist erstmal vorbei. Ich muss mir dein Haus auch nochmal angucken. Ich mache eben noch das Feld hier zu Ende. Das kannst du ja auch nochmal so machen. Okay. Nee, mach ich jetzt. Also ich würde sagen, okay, dann würde ich mal sagen. Das war ja mal halt, sehr stopp. Lustig. Halt, stopp, ich komme nochmal vorbei. Sekunde, dann komme ich auch bei ihm eben vorbei. Spasti. So. Nee, du bist ja immer noch, ach, dann, du bist ja immer noch live. Achso, nee, warte mal. Wenn Phelps das jetzt weiß, dann gehe ich doch nicht bei Svenska vorbei. Dann hau ich doch mal eben wieder. Die Hütte, die Hütte. So. Svenska, wo ist deine Hütte nochmal? Also, da würde ich mal sagen. Ach, hier stimmt, da unten irgendwo. Blaske, du hast bei mir Schutz im Keller. Ja. Ja, dann würde ich mal sagen. Ich sehe euch alle. Machen wir bald. Ja, der Keller sieht ganz schnieke aus. Habt ihr mich gehört? Das war ganz witzig. Jo, dann sagen wir mal Tschüsschen, ne? Jo, tschüss, zum zweiten Teil der Jagd. Bis zur nächsten Folge. Tschüss. Tschüss.